Ich brauche eine Idee für ein neues Video. Was mache ich denn mal? Ich meine, Katzen. Katzen gehen doch immer, oder? Und witzige Sachen, die Katzen machen. Das würde doch gehen. Oder, Kira? Ja, machen wir was Witziges. Nee? Dann kommen hier meine Lieblingsstücke aus meiner Sammlung. Hallo ihr fantastischen Leute da draußen, willkommen zu einem neuen Video von mir und heute zeige ich euch meine 5 Lieblingsstücke in meiner Sammlung. Zuerst möchte ich mich hier bei den Mirko von Mirkos Kosmos bedanken, da habe ich mir so diese Video-Idee etwas geklaut, sage ich mal. Ich finde es fantastisch, weil ich denke mal, so ein paar Sachen werden für euch sehr, sehr überraschend sein, ein paar vielleicht nicht so unbedingt, aber naja. Schauen wir gleich mal rein, würde ich sagen. Und wir fangen mit dem ersten an. Und der Titel, das dürfte euch doch wirklich überhaupt nicht überraschen. Und zwar Link's Awakening in der OVP. Wie ihr wisst, bin ich ein großer Fan von diesem Zelda-Teil. Weil ich damals auf dem Gameboy habe ich das hoch und runter gespielt. Und für mich ist es das perfekte Zelda-Spiel. Ja, sogar mein liebstes Zelda-Spiel, was es gibt. Also prinzipiell muss ich natürlich vorschieben, dass ich mit den 3D-Zeldas, bis auf den aktuellsten Breath of the Wild, nie so warm geworden bin. Ich habe mal das Nintendo 64 habe ich ja übersprungen und ich habe für mein 3DS habe ich mir das Remake von Oracle of Time, heißt es, glaube ich, was so viele abfeiern und boah, das ist das beste Zelda überhaupt. Ich komme damit nicht zurecht, aber ich bin natürlich auch eher, was so 3D-Spiele angeht, eher, also wo man auch zielen muss und so weiter, so eher der PC-Mensch mit Maus und Tastatur, mit Controller, finde ich das gar nicht so toll. Breath of the Wild, finde ich, hat das dann schon ein bisschen besser gemacht, weil es ja eher diesen moderneren Open-World-Ansatz ja angeht und das finde ich wesentlich besser gelungen. Und das ist für mich wirklich das beste 2D-Zelda, sogar noch ein Tick vor dem Super Nintendo Zelda. Und zwar ist halt ein Grund, weil das so schön kompakt ist. Und zwar, das ist kein Füllstoff oder großartig, okay, das hat jetzt der Super Nintendo Teil aber nicht. Aber das ist, na kurz ist es auch nicht, das Spiel. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Aber es lässt sich eigentlich ganz gut durchspielen und ist schön kompakt. Man hat genug zu entdecken, aber auch nicht viel zu tun. Man weiß immer, was man ungefähr als nächstes machen muss und so weiter. Wunderbares Spiel einfach und ich bin froh, dass ich mir das wieder in OVP gegönnt habe. Ist natürlich auch nicht unbedingt jetzt gerade das billigste in der OVP, aber das war es mir für so ein besonderes Spiel auf jeden Fall wert und ich freue mich echt tierisch auf das Remake, was jetzt Ende des Jahres kommt. Ich spekuliere noch so ein bisschen auf die Collector's Edition. Ich verpasse aber immer sowas, wenn so eine Collector's Edition erscheint. Ich gehe mal davon aus, dass es eine gibt. Das heißt, ein Aufruf an euch bei Twitter oder so. Wenn euch auffällt, dass es die Collector's Edition zum Vorbestellen gibt, einfach kurz mir irgendwie schreiben oder so, dass ich darauf aufmerksam werde. Weil das fände ich echt schade, wenn ich das verpassen würde. Weil das Spiel, daran hängt mein Herz irgendwie. Und das ist so fantastisch und deswegen. Aber wie gesagt, das wird keinen von euch überraschen, dass das bei meinen Top 5 dabei ist auf jeden Fall. Kommen wir zu dem nächsten, was schon etwas ungewöhnlicher ist. Und zwar... Tada! Jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen. Es ist ein Super Nintendo, das kriegst du doch zu tausenden Malen davon damals. Das kriegst du, keine Ahnung, wie teuer ist das bei eBay? 40, 50 Euro? Ja, aber das ist mein Original von damals. Und guckt euch mal den Zustand an. Ich halte es mal, ah, Mist, mit dem Licht klappt das nicht so gut. Ich blende da mal ein Foto hier irgendwo ein. Es ist nicht vergilbt, es ist wirklich noch ein Top-Zustand. Ist allerdings bei mir eher noch so als Deko-Objekt ja, verkommen, sage ich mal. Oh, ich sehe gerade, ist auch ziemlich verstaubt drin. Auf jeden Fall, die Controller waren auch sogar noch dabei. Und zwar hat das so eine kleine Hintergrundgeschichte, warum ich mich so freue, dass ich das doch habe. Als ich mit dem Sammeln angefangen habe, ich bin ja schon nach dem Abitur bei mir zu Hause ausgezogen, habe natürlich von den alten Kram nichts mitgenommen. Da habe ich dann meine Mutter gefragt, hier, diese ganzen alten Spiele von damals, weißt du, sind die noch irgendwo? Und die war ganz überzeugt, dass ich die damals auf dem Flohmarkt irgendwo vertickt habe. Ganz ehrlich,
Das war jetzt auch nicht so unwahrscheinlich, deswegen habe ich die Version geglaubt. Aber einfach irgendwann bin ich mal auf Entdeckungstour auf dem Dachboden gegangen und ich habe so viele schöne Sachen noch wiedergefunden und unter anderem mein treues, geliebtes Super Nintendo. Wie gesagt, es ist 1A Zustand, es ist gar nicht vergibt, was mich wundert, irgendwie nach 20 Jahren auf dem Dachboden, sage ich mal. Aber vielleicht gerade deswegen, ne? Relativ kühle Luft, keine Sonneneinstrahlung und so weiter. Ich habe mich jetzt eigentlich auch noch nicht so mit Gruß beschäftigt, woher dieses typische Vergeben herkommt. Aber da bin ich echt froh, dass ich das so wunderschönen Zustand meins von damals wirklich noch da habe. Deswegen, ihr seht es wahrscheinlich immer so im Hintergrund im Regal, ist es wirklich schön. Ich muss es, glaube ich, irgendwann mal anschließen, weil es sind natürlich nur alle originalen Kabel dabei und so weiter. Aber das ist mein... Ja, also es ist jetzt nicht so eine Reihenfolge. Also es sind 5 Lieblingsstücke, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass eins jetzt wesentlich höher anzusetzen ist als das andere. Aber fantastisch auf jeden Fall. Das ist mein altes Super Nintendo. So, kommen wir zu dem dritten Teil. Und da muss ich sagen, ist die Geschichte ungefähr ähnlich. Und zwar Super Mario Kart. Und zwar auch das Modul von damals. Und da war ich sehr, sehr überrascht und froh, dass hier nämlich doch das Battery Safe intakt ist und die ganzen freigeschalteten Kurse und alles, wo mein Bruder und ich wirklich Stunden um Stunden irgendwelche Turniere abgefahren sind und gerade so Erster geworden und uns gegenseitig unterstützt haben und so weiter. Das ist alles noch gespeichert und das ist doch fantastisch, oder nicht? Herrlich. Also vom Spiel her natürlich Super Mario Kart ist natürlich ein Klassiker damals. Die Serie zählt jetzt persönlich nicht zu meinen Favoriten. Ich spiele sie ganz gerne, aber für mich ist es eher so eine Art Partyspiel. Also es ist nicht so, dass ich mich jetzt dahin setzen würde und dass ich stundenlang Turniere und Turniere und Turniere spielen würde. Aber auch hier super Zustand. Das Label ist noch 1A. Also ich würde fast sagen wie neu. Ich bin damals schon sehr, sehr sorgfältig mal mit meinen Sachen umgegangen. Leider habe ich immer sowas wie OVPs und sowas weggeworfen. Aber das kennt ihr wahrscheinlich alle, die Geschichte. Herrliches Spiel auf jeden Fall. Und weil es halt mein Original ist, es können diese ganzen anderen Module vom nostalgischen Wert her, vom Gefühl her, auch wenn es vielleicht bessere Spiele sind in meinen Augen, kann das einfach nicht mithalten. Aber ihr versteht das wahrscheinlich. Und wenn man einfach so einen Schatz aus seiner Kindheit heben kann und die Speicherstände noch da sind, ist das nicht klasse? Jedenfalls deswegen Super Mario Kart auf jeden Fall. Und jetzt kommt etwas, was wahrscheinlich überraschend kommt auf jeden Fall. Und zwar Bing. Ihr seht schon, der Untertitel ist Sex, Intrigen und Skalpelle. Ich habe ja auch schon mal so einen kleinen Test dazu gemacht. Die meisten Leute werden das nicht kennen, aber ihr habt vielleicht schon mitbekommen, dass ich sehr gerne Strategiespiele spiele und Wirtschaftssimulation. Und das ist natürlich so ein Spiel, das kam natürlich, da war man gerade so in der Pubertät, ne, Mitte 90er Jahre. Da war natürlich so viel nackte Haut und so, sage ich mal, ein Bonus. Das ist heutzutage natürlich wesentlich unwichtiger geworden, sage ich mal. Ja, das ist im Prinzip eine Krankenhaus-Wirtschaftssimulation, wo ihr so nach und nach verschiedene Stationen aufbauen könnt. Und es fängt sehr, sehr kleinteilig an. Ihr müsst zum Beispiel, wenn ihr Patienten habt, dann stellen die eure Ärzte eine Diagnose und ihr müsst dann quasi die Behandlung auswählen. Da gibt es natürlich dann richtig oder falsche Behandlung, wie zum Beispiel, da kommt, sagen wir mal, einer mit einer Schürfwunde rein. Dann könnt ihr dadurch die Behandlungsvorschläge durchblättern und unter anderem habt ihr dann eine Ohrfeige gegeben als Behandlung oder den Kopf in einen Eimer kaltes Wasser tauchen oder halt vernähen und verbinden. Und je nachdem natürlich, wie ihr euer Personal einstellt, wie klug das ist, desto bessere Vorschläge habt ihr. Und je mehr euer Personal auch die Erfahrung sammelt, desto selbstständiger arbeiten die. Später gibt es natürlich sowas wie Krankenhausrennen. Wenn irgendwelche Unfälle da sind, müsst ihr so ein Rennteam quasi gegen die anderen Krankenhäuser aufstellen und so weiter. Hat alles einen sehr, sehr großen Schuss, ich sag mal, Humor, der natürlich so ein bisschen frivol ist. Also sagen wir es mal so, es spielt in so einer Art Zukunftsszenario, wo die, wie der Film quasi, wie heißt der, Idiocracy oder sowas, wo alle verblödet sind. Das heißt, Krankenschwestern stellt ihr eher nach der Oberweite ein. Ärzte, auch nach IQ natürlich, aber da ist sowas wie 60, 70 ist da schon relativ hoch. Also wie ihr seht, Männer sind verblödet und die Frauen haben im Prinzip nur auf das eine reduziert. Aber das darf man natürlich, muss man ein bisschen Humor mitnehmen und darf man natürlich jetzt nicht so 1:1 sehen. Wie gesagt, als Pubertierender war natürlich die nackte Haut durchaus
ein großer Pluspunkt, aber ich vergesse immer nicht zu betonen, die schöne Wirtschaftssimulation, die dahinter steckt, ist ein sehr, sehr schweres Spiel. Ihr könnt euch das Spiel sogar bei Interesse quasi legal, kostenlos runterladen, weil ich meine, der Entwickler oder sowas, der hat eine Seite. Wenn ihr dem eine E-Mail schreibt, dann schickt ihr euch die Datei und das dürft ihr dann quasi kostenlos spielen. Es gibt auch einen zweiten Teil, der ist aber nicht so toll und ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, ein dritter Teil momentan so als Fan von dem Originalentwickler in der Mache. Ist, finde ich, eine wirklich interessante Sache und viele sehen denn nur die nackte Haut, aber sehen wirklich nicht das gute Spiel dahinter. Das ist eine super, super Wirtschaftssimulation. Bisschen schwer, viel Trial and Error, ist natürlich auch so ein Kind der 90er von der Bedienung her und so weiter. Aber durchaus mal einen Blick wert auf jeden Fall. Ja, und kommen wir zu dem letzten Teil. Ich muss aufpassen, dass das nicht runterrutscht. Das ist übrigens auch nicht mein Original von damals oder so. Das habe ich mir so gekauft. Die Big Boxes findet man auch gar nicht so häufig. Das gab später nochmal in so kleinen... Es gab diese Budget-Spiele-Sammlung und so weiter. Da wurde es schon mal verwurstet. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich das für einen einigermaßen vernünftigen Preis dann auch mal abgreifen konnte. Ja. Kommen wir zu dem letzten Teil und zwar Ivan Iron Man Stewart's Super Offroad für das NES. Auch das, ich weiß, ihr merkt schon, es ist so ein bisschen ein Thema. Auch das ist quasi wegen der Nostalgie meiner Sammlung, nicht weil es jetzt so das übelst geilste Spiel auf der Welt ist oder ähnliches. Auch das Original von damals. Das NES damals hatte ja mal einen größeren Bruder und der ist heute auch gar nicht mehr Spieler. Der hatte so zeitweise als Kind so ein bisschen gespielt, aber ich war immer so ein bisschen mehr Hardcore dabei. Aber Rennspiele, er war immer autoverrückt und Rennspiele, das war immer so seins. Und deswegen hatten wir auf dem NES damals auch vorrangig Rennspiele. Und das ist für mich so ein großes Beispiel von damals, weil wir das wirklich so zweit wirkliche Runde um Runde und Runde gezockt haben. Ist im Prinzip so ein bisschen wie RC Pro AM, nur dass man hier halt auf Road-Fahrzeuge spielt. Quasi ihr seht die ganze Strecke auf den ganzen Bildschirm und müssen halt so Turbo und so weiter. Ist halt Off-Road-Spiel, wie der Name halt sagt. Der Ivan Iron Man Stewart war damals ein berühmter Off-Road-Fahrer. Deswegen heißt das so und hat das diesen sperrigen Titel. Ist er natürlich heute, kennt den kein Mensch mehr, aber was soll's, ne? Und jeweils ist das dann deswegen auch so gerade, ich sag mal, stellvertretend für viele NES-Spiele, die ich damals auch bei der besagten Dachbodenaktion gefunden habe, ist das stellvertretend da. Ich sammle eigentlich nicht für das NES, aber diese Spiele, diese Originale von damals, die halte ich den wirklich in großen Ehren. Ihr kennt es selber, viele Retro-Sammler. Ein großer, großer Aspekt davon ist einfach die Nostalgie und so ein bisschen zurückversetzen in die schöne Kindheit und die schöne Zeit, die man damals hatte. Und sowas erinnert einen halt daran und deswegen einer meiner Lieblingsstücke. Das waren meine 5 Lieblingsstücke. Vielleicht habt ihr auch mal Lust, habt ja viele von euch ja auch einen YouTube-Kanal, ein Video dazu zu machen oder... Wenn ihr keinen Kanal habt, haut mal in die Kommentare ran aus eurer Sammlung. Was sind eure Lieblingsspiele? Würde mich freuen, dass man sich einfach mal so ein bisschen austauscht, weil das ist das Herrliche daran. Jeder hat seine eigene Erinnerung und seine eigenen Vorlieben und deswegen hat jeder seine eigenen Highlights. Ganz weit weg von irgendwelchen Top-Verkauf-Blablabla-Listen oder Top-20-Listen oder sowas. Jeder hat seine eigenen spezifischen Lieblingsstücke und das ist doch herrlich, oder? Also, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder reingeschaltet habt und ich wünsche euch noch einen ganz fantastischen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut, tschüss.